Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Hannover 96. Wir begrüßen ganz herzlich unsere Gäste, Markus Lomka, unseren Trainer Frank Kramer, aber geben erstmal dem Gast das erste Wort. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die schnelle Abwicklung, weil Sie wissen ja, dass der Flughafen in Nürnberg um 23.30 Uhr schließt und wir wollen versuchen, noch zurückzukommen. Aber ich denke, das sieht gerade ganz gut aus. Ja, ich fand ja, das war ein sehr intensives Spiel von beiden Mannschaften. Es ging ja gerade in der zweiten Halbzeit geradezu, wie ich finde, wie bei einem Pokalspiel, wie bei einem richtigen Pokalfight, wo man erkennen konnte, dass beide Teams unbedingt gewinnen wollten und wo man dann plötzlich auch natürlich Räume preisgibt, das Zentrum öffnet und nicht mehr so stabil steht. Bei uns ist sicherlich heute durch die völlig neu zusammengestellte Viererkette auch hier und da auch eine Lücke da gewesen, die man normalerweise vielleicht so nicht sehen würde bei uns. Aber das haben wir vorher ein bisschen so befürchtet, dass die Abstimmung da nicht immer funktionieren kann. Dafür haben sie es trotzdem sehr gut gemacht, finde ich. Wir hatten ein bisschen Glück auch und einen sehr starken Ron-Robert Zieler, der natürlich viele gute Situationen aufmerksam gesehen hat und vereiteln konnte. Auch wenn das 2:2 vielleicht ein bisschen auch mit auf seine Kappe geht, weil das einfach ein gut geschlagener Ball war, ein sehr guter Kopfball, aber ich denke, den würde er normalerweise wegputzen aus dieser Situation. Und deswegen haben wir hinten raus natürlich dann auch ein bisschen Glück gehabt, aber auch die Effektivität vor dem Tor, wenn man die Anzahl der Torschüsse sieht, haben wir sicherlich deutlich weniger aufs Tor geschossen, aber 3 Tore gemacht, so wie man uns eigentlich kannte noch vor einiger Zeit. Daran konnten wir heute in der Offensive ein bisschen anknüpfen, was mich sehr, sehr freut. Vielen Dank. Dankeschön. Frank, dein Fazit zu der Partie bitte. Ja, guten Abend. Ich denke, wir haben heute ein sehr leidenschaftliches Spiel wieder abgeliefert, haben auch wirklich sehr guten Fußball gespielt, haben dadurch natürlich auch Hannover immer wieder in Verlegenheit bringen können, haben klar die Chancen rausgespielt und davon auch einige. Waren dann leider vorm gegnerischen Tor nicht ganz so effizient wie unser Gegner, wie Hannover, die halt wirklich aus wenigen Möglichkeiten dann halt auch das Maximale rausgeholt haben. Wir haben uns viel erarbeitet und haben das dann eigentlich bis ins 16er hervorragend gemacht und haben dann eben zu wenig Kapital daraus geschlossen. Insgesamt ist es natürlich ganz bitter für uns, diese Niederlage zu akzeptieren, weil man der Mannschaft sehr wenig vorwerfen kann. Außer eben, dass sie da im einen oder anderen Moment hätte besser zubeißen müssen vorm Tor und auch vorm eigenen Tor natürlich entsprechend verteidigen hätte müssen. Ja, da haben wir die eine oder andere Unzulänglichkeit gehabt, die dann eben ausgenutzt worden ist. Ja, insgesamt, wenn man natürlich dann auch sieht, wie viele junge Spieler wir da auf dem Platz hatten und wie die sich da verausgaben, ist es dann schwierig, den Jungs noch irgendwie einen Vorwurf zu machen, sondern es ist eher jetzt die Aufgabe, sie da an ihrer Leistung zu messen und sie ihnen auf den Weg mitzugeben, dass sie mit der Erfahrung, je öfter sie in diese Situationen kommen, dann auch routinierter und erfolgreicher werden. Danke. Danke, Frank. Bestehen von Ihrer Seite Fragen, dann bitten wir um ein kurzes Handzeichen. Das ist nicht der Fall. Dann wünschen wir unseren Gästen einen guten Flug, ja, und Ihnen einen schönen Abend, gutes Wochenende. Danke.